Ihr habt abgestimmt, ihr wolltet meine Geschichte wissen, die mir am Flughafen passiert ist. Einmal sind wir als Familie nach Türkei geflogen. Beim Rückflug, da ist was ganz Schlimmes passiert. Das Schlimmste, was ich mir je vorstellen konnte, ist bei mir eingetreten. Ihr kennt doch diese Spielplätze für Kinder. Meine älteste Tochter war damals, weiß ich nicht, 4 und sie wollte auf jeden Fall unbedingt auf so eins dieser Spielplätze spielen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund sie ist die Rutsche runtergerutscht und sie wurde am Ende ohnmächtig auf einmal. Dann haben wir den Notarzt gerufen. Deshalb wurde ich nicht ins Flugzeug reingelassen mit meiner Tochter und ich musste alleine zurückbleiben. Im Flughafen. Die haben mich dann in der Türkei Krankenwagen gerufen. Mit meiner Tochter zusammen bin ich dann in die türkische Klinik gefahren, ohne Türkisch zu können. Kein einziges Wort konnte ich auf Türkisch, nur ein bisschen so Englisch, was ich halt in der Schule gelernt habe. Und das war so ein Horrortrip gewesen. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, dass man mich nicht ins Flugzeug lässt. Und das ist eingetreten. Zurückgelassen worden mit meiner kleinen Tochter am Flughafen. Musste dann ins Krankenhaus fahren. Schlimmste. Erzählt mir eure schlimmsten Erlebnisse, schreibt das in die Kommentare.